Die Schweiz ruft. Wir sind im Globus in St. Louis. Es ist Februar, Angebot des Monats, Le Gruyère AOP. Und für was das AOP steht, ja, das wird uns gleich mit die Regine erzählen, die Regine Michel. Das Ganze kann man auch testen. Hier vorne ist es da, wie sie es gehört. Es ist jetzt schon ein bisschen aufgefüllt, aber sie hat mir erzählt, das dauert teilweise 5-6 Minuten, dann ist alles wieder weg, oder? Hallo, hallo Regine. Hey, hallo. Genau, du bist Französin? Ja, ich bin Französin. Kann man sagen, dass die Franzosen eine besondere Beziehung zu Käse haben? Ja, ja, das gehört zu der französischen Esskultur. Okay. Käse ist was ganz Tolles, oder? Ja, ja. Wir machen ganz, ganz tolle Käse, ja. Und du selbst bist schon wie lange jetzt im Käsegeschäft? Also hier im Globus St. Louis 10 Jahre. 10 Jahre Käse? Ja. Okay, isst man denn privat auch noch Käse? Ja, sicher. Okay. Das gehört, ja. Wenn ich Feierabend habe, dann nehme ich auch ein Stück Käse mit, bezahle ich und dann fahre ich heim und dann esse mal Käse zu Hause weiter. Genau, du bist doch in der Lage, Sachen selbst zu machen, das werden wir gleich mal berichten. Hier steht da der Le Gruyère, der schmeckt nach was? Ist der mild? Nee, der Gruyère ist jetzt schon ein etwas mittelwürziger Käse. Es gibt auch einen langgereiften Gruyère, der ist dann ältere und er ist auch würziger. Okay, ist jetzt im Angebot 1,99. Habt ihr noch ein anderes Angebot? Das steht direkt hier vorne. Der Brie Cœur de Lion für sagenhafte 88 Cent. Ja. Wie geht denn das? Wie geht denn das? Also das ist jetzt ist ein Aktionspreis, ja. Okay, klasse. Das ist jetzt nicht ist Tipp der Woche, ist jetzt zufällig gerade da, aber hier hängt normalerweise immer ein Tipp der Woche, oder? Oui. Ici, und natürlich, ja, hier haben wir immer dann Angebot der Woche. Also am meisten ist hier, steht das Prix. Okay, klasse. So, wir haben nämlich gerade eben noch ein französisches Video gemacht, da bist du noch ein bisschen drin, oder? Du bedienst unglaublich viel auf Kunden aus Frankreich, oder? Ja. Die Theke, das hat sich ja vor kurzem was geändert, die hat unglaublich viel direkt zum Mitnehmen, oder? Ja, wir haben viel direkt Käse, direkt zum Handgreifen für die Leute, wo halt eilig haben. Genau, die es eilig haben. So das Wichtigste habt ihr immer so. Ich sehe jetzt hier einen Cambozola, der läuft ganz gut, oder? Ja, das muss dabei sein. Das ist eine Muss-Käse. Okay, aber auch hier vorne der mit dem, also ich habe den schon als Kind gegessen mit dem Walnuss, ja. Der läuft und läuft und läuft. Der ist nicht kaputt zu kriegen, oder, der Walnusskäse? Nee, also die Leute, die essen das unheimlich gern. Also das wird auch sehr, sehr gut verkauft. Und wie gesagt, alles, was hier steht, sind die Renner. Die Sachen, wo die Leute immer. Oder hier Schoum, jetzt mal ernsthaft. Unter einem Schoum oder jetzt ein Cambozola, ist da noch Butter drunter zu machen? Muss man da noch Butter dran machen? Ich würde sagen, das essen wir so, wie man es am besten liebt. Also ich esse es mit Butter. Okay. Hier vorne ist noch einer, aber was ist das für einer, der geräuchert ist? Das ist Cramozza, das ist jetzt eine italienische geräucherte Mozzarella. Ist es lecker? Schmeckt sehr gut, ja. Ich könnte hier stundenlang zugucken. Das Besondere ist, man zieht sich ja jetzt hier einen Zettel, das heißt, man sollte für die Beratung schon ein bisschen Zeit mitnehmen, oder? Ja, gut, es geht. Wie gesagt, Freitag, Samstag ist viel Betrieb, dann, wenn Sie jetzt Beratung wollen, das machen wir natürlich gern. Aber halt man sollte schon, sagen wir, 5-10 Minuten soll man schon mitbringen, oder? Weil es sind ja schon mal ein paar Kunden da. Ihr seid mit 11 Leuten hier, oder? Ja, 11 Leute. Verteilt auf 2 Schichten. Auf 2 Schichten. Das heißt, im Schnitt habt ihr so 5-6 Leute, samstags ein bisschen mehr? Ja, so 4-5. Also hat auch immer jeder seinen Tag frei oder sowas. Ja, also, das passiert. Sag mal, wenn du jetzt schon 10 Jahre hier bist, du bist insgesamt schon wie lange bei Globus? 10 Jahre. 10 Jahre, so. Das heißt, 10 Jahre Käse. Da muss man Käse lieben, oder? Ja, ich esse gern Käse. Ich tue auch gern anbieten an die Kunden, probieren. Was man Neues probieren. Jetzt mal Neuigkeiten. Gibt es wirkliche Neuigkeiten bei Käse? Also ich habe das letzte Mal gesehen, mit Chili gibt es Käse und so weiter und so fort. Aber gibt es wirklich so was Durchschlagendes oder hat sich so die letzten 100 Jahre nicht so viel geändert? Naja, so gut, wir haben schon, also das Sortiment ist immer, es ändert sich viele Sachen. Also wir haben jetzt zum Beispiel hier eine italienische Käse, Bella Vitano Espresso. Ist eine würzige Käse, aber mit Espresso abgewaschen, der schmeckt sehr gut, ist was ganz Außergewöhnliches und also auf dem Käseblatt ist das, finde ich, super. Hier ist noch mit Zitronen-Pfefferkäse, was ist das? Ja, das riecht schon sehr stark so nach Zitrone. Lecker? Ja, ist Geschmackssache. Also dir nicht so. Okay. Also es hat ja jeder so seinen eigenen Geschmack, aber du berätst auch schon mal so ein bisschen, was ich ganz toll finde. Ich zeige das mal gerade, wenn ich mal kurz durchlässt. Hier vorne hast du die Käsespezialitäten, die ihr auch selber zubereitet. Das hast du heute sogar selber gemacht, heute Morgen. Ja, das habe ich heute Morgen ab 5 Uhr haben wir hier angefangen. Ja, wir stehen sehr früh auf hier im Globus. Okay, ist ja alles immer frisch hier, oder? Ja, jeden Tag frisch gemacht, jeden Tag frisch produziert. Das ist jetzt Frischkäse-Zusammenstellung mit Strebelachs oder hier mit dreierlei Lauch. Das ist dann Lauch, Lauchzwiebeln und Schnittlauch. Hier mit Oliven oder okay. Ich komme kurz von rechts, da sieht man es ein bisschen besser. Also es ist super lecker. Was auch ganz neu ist, ihr habt direkt aus der Region hier vorne Pâté, oder? Aus Frankreich? Ja, genau. Die kommen aus Kreuzwald, das ist die Firma Charcuteur. Wir haben immer 6-7 Sorten am meisten da. Also läuft ganz gut, also geht gut. So, Feigenkäse, last but not least. Was ist das? Das ist jetzt ein
deutsche Feigenkäse. Also ja, kann man sagen, Bergkäse mit Feigen oben drauf und so wie ein Feigensenf läuft dann so in der Käse drin. Okay, das läuft stark oder geht? Nicht geht, also ist angenehm. Also wie gesagt, das ist auch etwas, wo sehr gut auf dem Käseblatt passt. Super, normalerweise haben wir ja viele Frauen, ja viele Männer auch, die hier arbeiten. Wir haben zwei Stück nur Männer. Ah, und jetzt zufällig gerade zwei Stück da, oder was? Ja, heute zufällig der Björn und Michael sind da, ja. Genau, super klasse. Ja, das sind wir hier in St. Louis direkt. Ja, es gibt einige Vorteile in St. Louis, warum man hier was kaufen sollte. Unter anderem, man kann sehr günstig tanken. Ihr habt eine nagelneue Waschstraße. Ja, prima Waschstraße. Macht das Auto sehr gut sauber. Okay. Kann ich nur Gutes sagen. Also es gibt viele Gründe. Man kriegt doch alles hier im Los, oder? Man findet alles hier, ja. Wenn jetzt Kunden kommen und sagen, ich habe einen speziellen Wunsch, weil ich zum Beispiel irgendwas nicht vertrage, wie zum Beispiel Laktose oder irgendwas, ja, ist das kein Problem? Nee, das ist kein Problem. Wir haben viel Käse ohne Laktose. Wir haben auch viel Käse mit mikrobieller Lab. Also es gibt Leute, die sind Vegetarier und die essen keine Laktose. Also man kann fast für alles eine Lösung finden. Sagt Regine Michel. Sie kommt woher, aus welchem Ort? Aus Tétéchin. Wo liegt das denn? Zwischen Boulay-Bouzonville und Kreuzwald. Weit weg? Nö, 22 Kilometer. 22 Kilometer, das heißt, ja. Sie fahren so eine Viertelstunde? Ja, Viertelstunde, 20 Minuten. Okay, klasse. Vielen, vielen Dank, Spezialistin Regine Michel Bilong, spricht zwei Sprachen fließend, mittlerweile sogar schon etwas besser Deutsch wie Französisch, wie wir uns ab und zu mal mitteilen. Aber jetzt nach 10 Jahren ist es natürlich ganz normal, oder? Ja. Okay, die Öffnungszeiten von wann bis wann? Also von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr. 8 bis 20 Uhr, durchgehend? Durchgehend. Super klasse. Und wo findet man euch? Natürlich in St. Louis, in der Mittenstadt, aber ihr seid in der Dieselstraße. In der Dieselstraße, also neben der Saaraltarm, genau. Neben dem Stadtzentrum. Leicht zu finden, zwischen Baumarkt und Lebensmittelmarkt. Zwischen jetzt der Baumarkt und Stadtzentrum, ja. Alles klar. Vielen, vielen Dank, Regine. Merci. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.